Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben im letzten Part Beius leider getötet, aus Versehen, haben Ärger mit den Rittern gehabt und ja, jetzt sind wir auf dem Boot und langsam deckt sich alles auf, was Juri getan hat und Judith hat sich jetzt auch offenbart und ist abgehauen. Herzlichen Glückwunsch an uns selbst. Ja, wir gehen da lang. Und reden erstmal mit Repeat. So viele unerledigte Dinge. Ich bin verwirrt. Entschuldige, dass ich dich in der Gegend herumschleife, Repeat. Genau, nach all diesen Jahren habe ich sonst nichts zu bereuen. Okay, womit fangen wir an? Als erstes muss ich das Schiff wieder in Bewegung setzen. Ja, und was ich merke, Moment. Ist das das Ende der Gilde? I was okay with taking out bad people on my own. I couldn't tell the others. Not before with Estelle and not now. I gotta face up to the choices I've made. It's been weighing on Carol too. Who knows what'll happen to Brave Vesperia? Ja, ich glaube, die lösen sich auf, ich meine. Ja. Meinst du, es ist okay? Oh, naja, es ist ziemlich übel. Nichts davon ist brauchbar. Verdammt, ich kann einfach nicht glauben, dass Judith, die ganze Zeit, die sie bei uns war, hat sie kein einziges Blaster zerstört. Warum hat sie uns überhaupt begleitet? Dieser Drache Baul, richtig? Er hat uns den Heliod angegriffen, oder? Du hast ein gutes Gedächtnis. Hör, Sachen vergesse ich nicht so schnell. Meinst du, sie waren da schon hinter Estelle her? Ja, sie wusste es. Sie wusste über Estelle Bescheid. Da wusstest du doch nicht, dass dieser Dampf war, oder? Doch. Verdammt, ich glaub's nicht. Wir haben alle unsere Gründe für das, was wir getan haben. Du und Judith, ihr beide. Du meinst... Und ich auch, natürlich. Und... Alter, mein Kabel ist für... Ist für die Tonne! Ja, das Problem ist, weil er hat nämlich so Wackelkontakt hier, das Autokabel, was zwischen meinem Fernseher und meinem Kopfhörern ist, und das ist das Problem halt. Du kannst nicht durchstecken, weil wenn ich durchstecke, dann ist deine Kontakt nicht mehr verbunden und dann höre ich auf dem Einspeaker nichts mehr. Du redest von Raku und Kumor? Pah, mir egal, was mit denen geschah. Wir waren ja das Mitglied unserer Gruppe. Jedenfalls hat es so gewirkt. Ja, das stimmt, aber... Wenn sie uns nur gesagt hätte, was sie über das Kind von uns wusste und über die Entelexia. SS-Probleme könnten bereits gelöst sein. Kommt drauf an, oder? Ferber sagte ihr, sie sei Gift. Weißt du möglicherweise, wusste sie von Anfang an, wo Ferber war? Ja, kann sein. Jedenfalls werde ich ihr nie vergeben, dass sie das Blaster zerstört hat. Das war auch so klar. Na dann, wenn Judy zurückkommt, kannst du sie ja fertig machen. Sie kommt nicht zurück. Da wäre ich nicht so sicher. Die hat auch noch was vor. Ah, da bist du ja, Junge. Du hast ganz sicher deinen eigenen Stil, alter Mann. Aber das ist wahrscheinlich alles, was man Gutes über dich sagen kann. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ich habe viele gute Eigenschaften. Behalte sie einfach für dich. Ich muss sagen, ich war so überrascht, dass Beius diese Bestie war. Ach, ich meine Intellexia, nicht wahr? Ja, aber ich glaube, dass sie den großen Krieg angezettelt haben soll, war eine Lüge. Wahrscheinlich nur ein Vorwand für das Reich, um Notopolika anzugreifen. Kann sein, ja. Also, das ist der Enkel des Dorn. Wie ist er überhaupt hergekommen? Dieser Idiot ist falschen Informationen von der Cloud Leviathan auf dem Leim gegangen. Ich hörte, dass ein Verbündeter des Dorn von einem Monster gefangen wurde und wollte ihn retten. Und dann hörte ich das Monster. Besäße aber Fähe und so. Sie sagt mir, es wurde gefangen genommen? Anscheinend hat die Klaue des Leviathanes gesagt. Also kam die Jagdling, um das Monster zu töten. Das Monster war Beius, und obwohl du den Aberfair hast, ist der Verbündete, den du retten wolltest, tot. Ja. Du wolltest ihn ja langsamer angehen. Prüfe deine Informationen, bevor du in die Schlacht ziehst. Verdammt, was zur Hölle weißt du schon? So etwas kann passieren. Dort einen als Großvater zu haben, setzt den Jungen unter Druck.
Jeder mit so einem Großvater würde sich den Hintern aufreißen, na klar, bestimmt. Alle erwarten zu viel von ihm. Also gibt er sein Bestes, um keinen zu enttäuschen. Und schon passiert es. Palestrina wird darüber nicht sehr erfreut sein. Auch wenn er keine andere Wahl hatte, als zu kämpfen, werden sie das nicht als Entschuldigung akzeptieren. Dieser Nazi dürfte uns vergeben, denke ich. Das wäre gut, aber Nazi ist nicht der Regent. Die anderen in der Gilde müssen uns Sorgen machen. Also, ich weiß, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Fürs Erste nehme ich ihn mit zum Dorn. Nimm das Schiff nach Dunquest, sobald es wieder funktioniert, ja? Ja. In Wirklichkeit weiß ich, wie wir hier wieder rauskommen, aber Auge um Auge, es ist eine Angelegenheit zwischen Gilden. Was weißt du, mein Freund? Na egal. Ich würde sagen, wir holen uns das Schlimmste ab. Ah, Juri, was ist los? Du siehst so besorgt aus als sonst. Ja, ich habe darüber nachgedacht, wie schwierig es doch ist, eine Gilde zusammenzustellen. Ich dachte, es wäre alles in Ordnung, seit ich mit euch zusammen bin, aber hast du das Vertrauen in deine Führungsfähigkeiten verloren? Nein, gar nicht. Ich arbeite so hart, wie ich nur kann. Okay, dann nehme ich mir das zum Beispiel und gebe ebenfalls mein Bestes. Hey Juri, kann ich dich etwas fragen? Na ja. Ist es wahr, dass du Ragu und Kumar getötet hast? Oh mein Gott. Ja, es ist wahr. Wieso hast du das vor mir verheimlicht? Ich hatte nur vor, es dir zu sagen. Es tut mir leid. Auch wenn ich es nicht richtig finde, du bedauerst nicht, sie getötet zu haben, oder? Nein, absolut nicht. Also, ich weiß nicht. Flynn und Estelle wollten sie auch der Gerechtigkeit zuführen. Musstest du sie wirklich umbringen? Ich glaube, es gibt Dinge, die man einfach tun muss, auch wenn es ein Verbrechen ist. Jemand muss sie in Angriff nehmen, auch wenn er dadurch schuldig wird. Kann sein, aber trotzdem. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Du solltest dich nicht dazu zwingen, es zu akzeptieren. Ja. Ja, das ist eine gute. Ist das mal Ausrede? Ach, egal. Siehst du etwas? Ich sehe gar nichts. Nachdem, was mit Beos geschehen ist und Judith, die unser Blaster zerstört hat und fortgelaufen ist, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ach nein? Dann hast du dir in den Arm geschnitten. Hey, das hat wehgetan. Das ist nicht komisch. Doch ist es. Aber du hast mich geheilt. Ich konnte dich nicht ignorieren, oder? Ich kann es nicht ignorieren, wenn sich jemand verletzt hat. Aber machst du dir dann Sorgen? Weißt du nicht mehr, Beos sagte, du solltest dir deine Güte bewahren? Meine Kraft ist der Grund dafür, dass die Intellektuelle mich hassen, ist es nicht so? Was, wenn du ohne Blaster zaubern könntest? Auch wenn ich versuchen würde, meine Kraft nicht auf Intellektuelle anzuwenden, für sie wäre ich immer noch böse. Deshalb wollte Färber mich töten. Aber Beos sagt, du solltest Färber treffen, oder? Ja, um mein Schicksal zu erkennen. Aber die Frage ist doch, stimmt das wirklich? Nein, es kann nicht sein. Ich selbst bestimme mein Schicksal. Jetzt hast du es erkannt. So, wie geht's jetzt weiter? Okay. Ja. Wir haben mit einem gesprochen. Und wie geht's jetzt weiter? Ich habe absolut keinen Plan. Ach, das ist die Frage, was wir jetzt machen sollen. Lass uns ausruhen. Perfekt, jetzt geht's weiter. Well, I finished making adjustments to the Blastia. That's great. We'll be able to use the boat again. If you don't mind, I'd like to bring Harry back to Dongris first. We need to head to Dongris too. Right. We've got to deliver Bellius' Apatheia. Why don't you let old Raven take care of that for you? What do you say? We couldn't ask that of you. Oh, that hurts. Still can't trust me after all we've been through, huh? It wasn't a formal request, but I feel we should honor Bellius's dying wish. It would be unjust if we didn't deliver it. Yeah,
Besides, we're also at fault for Bellius ending up like she did. We've gotta own up to what we've done. The Dawn also might know why everyone wants these Apatheia so badly. He was trying to get his hands on one too, don't forget. If we can learn more about the Apatheia, we might find out why Flynn's been using such extreme measures. Well then, I'll make sure to set things up with the Dawn for you. Really? A wiser man than I once said, even chance acquaintances are decreed by destiny. If it's meant to be, I don't mind putting in the effort for brave Vesperia. I'm going to meet with the Dawn, too. You too, Rita? A lot has happened, and I get the feeling it's all connected to this Apatheia somehow. It was the Dawn that told us to go find the Apatheia in the first place. He just might have something up his sleeve. So, Rita, you're with us as far as Dawngrist? That only leaves Estelle. I think she needs some time alone. I agree. I wonder when we'll see Judith again. Hey, once we've delivered the Apatheia, let's go see if we can find her. That's not a bad idea. Besides, she broke the guild laws, and you know we can't just let that slide. Right. At least not without hearing her reason. But first up is Dawngrist. There'll be a stretch of beach along the southern edge of Tolbikia where we can lay anchor. I'd wager that'd put us as close to Dawngrist as we could hope. Okay, sounds like we've got our destination. Ich darf Boot fahren. Yeah, ich darf wieder Boot fahren. Das ist cool. Da sind wir, okay. Machen wir nochmal die Karte ein bisschen weiter voll. Da ist doch schon was. Da ist doch schon mal was. So, mal kurz mal rumfahren. Die Frage. Ich glaube, da müssen wir hin. Yep. Gut, dann wollen wir mal das Heliod und da geht's nach Dawngrist. Die können wir da eh nichts, also von daher ignorieren wir sie mal ganz dezent. Ah, der Turm, erinnert ihr euch noch? Oh, das war geil. Das war noch geil gewesen, als wir bei dem Turm waren. Mal gucken, was jetzt für eine Scheiße passiert. I'm gonna take this one with me and pay the Dawn a visit. These things usually take a while. So why not hang tight at the end? I'll come over when I can. Wait, can I come with you? Hm? This is union business. Not sure you'll have much to talk about. There's something else I wanted to ask. Can it wait till you bring the Apatheia with everybody else? I'd rather ask it on my own. And if it's not too complicated, go and give it a try. I can't make any promises, just so you know. Thanks! I'll be right back, guys! Do you think we could ask about the Apatheia as well? That qualifies as complicated. You've got that right. Let's be good kids and wait for Uncle Raven at the end. Ja, gehen wir dahin. Aber erstmal hören wir uns erstmal den Text an. The town's quiet now, but it could get ugly quick. Yeah, well, we've seen our fair share of ugliness. Not like this we haven't. Do you think Paul Astralia is just gonna take Bellius' death lying down? The Dawn's grandson is wrapped up in this too. I guess they can't just let things slide. The guilds sure make a big deal about their rules and settling their scores. Exactly. What a pain. I don't get it at all. We're kind of caught up in this ourselves, you know. Just be ready if things go bad. I know. Gut, dann gehen wir mal zur Gaststätte. Dam da dam da da dam da dam. Die Musik ist so geil. So, ich würde sagen, überschreiben. Genau, und jetzt. Ja. Esther und ich werden uns da etwas ausruhen. Aber ich muss. Wir ruhen uns etwas aus. Was ist mit dir, Juri? Ich würde sagen, ich mache mit. Ja, ich könnte auch etwas Ruhe gebrauchen.
Juri, bitte wach auf, Juri! Was? Oh, ich war echt weggetreten, hä? Guten Morgen, Schaffmütze. Obwohl, guten Nachmittag passender wäre. Oh, hey, alter Mann, da bist du ja wieder. Was ist mit Carol? Habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich von Union weg bin. Er ist wahrscheinlich noch da. Hoffentlich geht es ihm gut. Nun, alter Mann, da du zurück bist, bedeutet das, alles mit der Union erledigt ist? Hast du den Don getroffen? Also, was das angeht, als der Don hörte, was mit Harry in Notepolke geschehen ist, hat er die Union verlassen. Ganz allein? Das sieht ihm nicht ähnlich. Wohin ist er gegangen? Also, ist aber nur eine Vermutung. Ich glaube, er ist zum Lager der Klausivertank gegangen, dem Gutshaus der Verruchten. Was? Aber Jäger ist der Anführer der Klausivertank. Das ist wahnsinnig gefährlich. Ich glaube nicht, dass Jäger etwas gegen den Don unternehmen würde. Wenn sie gegen die Union vorgehen würden, könnten sie ihr Geschäft verlieren. Warum ist er dann dorthin gegangen? Wie auch immer, Tatsache ist, dass der Don die Stadt verlassen hat. Sollen wir dann auch zum Lager der Klaus Leviathan gehen? Meinst du, der alte Mann hat recht mit seiner Vermutung? Wenn der Don gegen die Klaus Leviathan vorgeht, können wir nicht da rumsitzen und Däumchen drehen. Es gibt keine Garantie, dass der Abschaum ihn nicht angreift. Na dann, nichts wie los, ich weiß es so nicht gerne. Estelle, bleibst du hier? Ich komme mit euch. Estelle, übernimm dich nicht. Bist du ganz sicher? Ja, ich bin mir absolut sicher. Estelle. Wisst ihr denn, wo das Gut aus der Verruchten ist? Ich dachte, du wüsstest das, alter Mann. Kommst du nicht mit uns? Also, ja, ich denke doch. Abgemacht, wir müssen nur noch Körper abholen und... Was zum... Das kam aus Richtung der Brücke. Oh je. Kommt, sehen wir nach. Ah, ich gehe schon, was los ist. Und ich glaube, ich weiß, wo das Haus ist. Es gibt ein Gebäude, was wir noch nicht untersucht haben. Ein Gebäude. Was ist mit all den Menschen hier? Kevin ist da drüben. Der Don hat die Stadt vor dem Reich geschützt. Er hat unsere Ehre bewahrt. Auch wenn wir die einzigen sind, die helfen, wir schulden es dem Don. Immer mit der Ruhe, das gilt für euch alle. Was soll die Aufregung? Wir haben gehört, dass eine Gruppe der Palästrade nahe Heliok gesichtet wurde. Ihr Anführer wurde versehentlich von einem unserer getötet. Natürlich möchten sie darüber reden. Sobald sie wissen, dass der Don die Stadt verlassen hat, könnte es hässlich werden. Wir müssen die Stadt gegen sie verteidigen, bis der Don zurückkommt. Ihr Narren, wenn ihr nicht so erpicht aufs Kämpfen wärt, hätte der Don gar nicht gehen müssen. Sobald sie wissen, dass es Kämpfe zwischen den Gilden gibt, meint ihr nicht, dass die Ritter verpflichtet sind, sich einzumischen? Dann ist es vom Reich unabhängig. Die Kessel Ritter haben uns überhaupt nichts zu sagen. Wisst ihr, der Freundschaftsvertrag ist noch nicht abgeschlossen. Hier, ihr alle, wenn wir nichts unternehmen, wird sich dies zu einem Krieg zwischen den Gilden entwickeln. Wenn nur der Don hier wäre. Das heißt, der Don habe sich zum Lager der Klausivertan aufgemacht, im Guthaus der Verruchten. Was, wirklich? Nun, wahrscheinlich. Wir wollen versuchen, dorthin zu gelangen. Kommst du mit uns? Aber es könnte sein, dass der Don nicht da ist, stimmt's? Ja, es war nur so eine Vermutung des alten Mannes. Wenn er nicht da ist, es könnte Krieg ausbrechen, während wir nach ihm suchen. Juri, was sollen wir tun? Was ist am besten? Müsst du einen Gutshaus der Verruchten in den Griff bekommen. Du machst weiter und tust, was du für richtig hältst. Ja, werde ich mit allen hier reden. Meinst du, das ist das Richtige? Wir haben kaum eine Wahl, wir können nicht dem Don folgen und gleichzeitig die Stadt beschützen. Ich hoffe, wir finden den Don im Gutshaus der Verruchten. Wir sind seine Unterstützung. Wenn der Don gegen Jäger vorgeht, braucht er jede Hilfe, die er kriegen kann. Hey, wisst ihr überhaupt, wo es lang geht? Immer nach Westen von hier. Hey, wartet auf mich. Ja, dann hören wir uns aber den Text an. If the Don really did go meet with Jaeger, what could the reason have been? And why would he go alone? It's not to deepen the ties of their friendship, that's for sure.
It was probably because he didn't want his subordinates to get wrapped up in the mess. Well, that's just one more example of how much the guilds love doing things the hard way. Upholding every rule, settling every score. Is it all really that important? Hey, if we're going after the Don, now's the time. We can have special Sharon time later. Ja, hast du recht. Auf jeden Fall gehen wir dahin. Vielleicht würde ich mich noch ein bisschen auf den Weg machen. Hey, Moment mal. Was ist, alter Mann? Weißt du, was es bedeutet, zum Lager des Gegners zu gehen, oder? Was es bedeutet? Wir sind auf ihrem Gebiet und spielen nach ihren Regeln. Wenn wir Unvorbereitete aufkreuzen, machen wir uns fertig und es heißt Licht aus. Willst du wissen, ob wir vorbereitet sind? Mehr als bereit. Vorbereitet sind wir auf alle Fälle. Sicher? Du machst mehr Sorgen als gewöhnlich, wir sind bereit. Ja, nun dann lass uns gehen. Ja, raus mit uns Richtung Felkar. Ich weiß ja, wo es hingeht. Ich weiß genau, wo es lang geht. Es wird Zeit, dahin zu gehen. Dam, da, dam, da, dam. Da ist unser Ziel. Ich würde sagen, dort vorne werde ich dann auch den Part beenden. Also dann, im nächsten Part geht es dann hier weiter. Kommentar werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.